Die beiden Tagessieger treten gegeneinander an und der Gewinner wird dann gegen White antreten, also gegen mich. Danach bleibt dran. Game's on! Wir sind da. Das Turnierfinale, der Samstagssieger gegen den Freitagssieger. Ich hätte vielleicht erst Freitag sagen sollen, aber das ist nicht so wichtig. Sie sind beide da und ich hatte eigentlich gedacht, der eine taucht nicht auf, aber dann hat er mir meinen Feierabend versaut. Hallo, Pei Mei. Einen schönen guten Abend. Tut mir leid, dass du keinen Feierabend hast. Kein Problem. Pei Mei, nee. Sein Rang ist auf 120, ein Colonel 120, mit einer Fähigkeit von 492 und einer KD von 1,73. Ihr kennt das wahrscheinlich noch von dem anderen, aber von dem Freitagsmatch. Aber ich wollte nochmal eure Gedächtnisse auffrischen. Und als Gegner haben wir vom Samstagsturnier den Sir Black Angel. Hallo, wie geht's dir? Auch einen schönen guten Abend und mir geht's gut. Okay. So, Sir Black Angels Rang ist der die 116, seine Fähigkeit auf 246 und seine KD 2,45. Ich habe die Daten nicht aktualisiert, weil ich keine Lust hatte, mir neue zu holen. Aber das ist ja auch nicht so tragisch. Wir machen eine kleine Änderung. Und zwar wird dieses Match 10 Minuten gehen und die Regeln sonst bleiben gleich. Die brauche ich jetzt, glaube ich, nicht nochmal erläutern. Ihr erinnert euch noch an die Regeln, gehe ich von aus. Mhm. Töten. Okay, töten. Die Regeln sind bekannt, daher spare ich mir das jetzt, sonst dauert mir das zu lange. So, 10 Minuten haben wir gesagt, alle Kills zählen. Seid ihr bereit? Ja. Wie ein Schnitzel. Wie ein Schnitzel. Wer meint denn, wer hier gewinnt? Wer wird denn gegen mich antreten dann nach diesem Spiel? Schwer zu sagen. Also ich glaube, bei beiden kackt die Internetverbindung ab und der Drago ist der lachende Dritte. Drago ist der lachende Dritte, ach du Scheiße, okay. Gut, dann würde ich sagen, macht euch bereit, schüttelt nochmal die Hände, richtet euren Sack. Getan. Oh, warte. Ist das geil, warte, Schluck Bier noch, Schluck. Skillbrause. No, Schluck Bier, okay. Skillbrause, das finde ich gut. Ich werde ein Bier machen, das nenne ich Skillbrause, perfekt. Okay, dann geht eure Zeit los und zwar in 3, 2, und starten! Die 10 Minuten sind live. Wen haben wir hier in Rot? Ich guck mal, ich flieg mal hin. Wer ist denn? Wer bist du in Rot? Bleib doch mal stehen! Pei Mei ist in Rot und Sir Black Angel in Blau. Die Farbe des Todes und die Farbe des... Ich weiß auch nicht, was ich da wieder für einen Scheiß laber. Aber wie ich sehe, seid ihr schon kräftig am Suchen. Na, wer wird den ersten Kim... Hab ich gerade einen Fallschirm gesehen? Ich glaube, ich habe gerade einen Fallschirm gesehen. Das war ein bisschen Spoiler für Sir Black Angel, damit er weiß, wo du bist. Das finde ich sehr nett. Ich bin absolut unparteiisch, weil ich muss ehrlich gestehen, ich möchte gegen keinen von euch beiden spielen. Das könnte für mich sehr tragisch enden. Und ich hoffe, ich werde jetzt nicht wieder so einen Scheiß erleben wie in dem Samstagsfinale, wo die Gegner immer an sich vorbeigelaufen sind oder gar nicht erst näher kamen. Ihr habt zwar 10 Minuten, aber ich hoffe trotzdem, dass wir hier ein bisschen Action sehen werden. Ich kann ja mal gucken, ob ich ein bisschen rumschalten kann mit den Kameras. Third-Person-View. Oh, das ist interessant. Oh, das wusste ich gar nicht, dass es geht. Oh, Sir Black Angel, du hast gerade einen Rang von 1 in diesem Menü. Ist ja interessant. Promoted. Du spielst mit einer ACE-23 mit dem Coyote-Visier, Laser, schwerem Lauf und einem angewinkelten Griff. Guck mal nochmal, was dein Gegner spielt. Eine AEK-971 mit dem Cobra-Visier, grünes Laservisier, Schalldämpfer drauf und ergonomischer Griff. Ob ein Schalldämpfer ihm hier wirklich weiterhilft? Aber ich denke schon. Aber Leute, ich glaube, ihr solltet euch vielleicht nochmal auf eine Map, einen Punkt einigen. Weil ihr seid jetzt schon fast eine Minute und... Willst du B machen? Mir ist egal. Ich bin halt bei B. Nee, dann würdest du die Flagge annehmen. Hat er doch schon eingenommen. Ah, nee, doch mal. Nee, das war ich. B. Ah, ja, okay. Ah, schön aufgepasst, da hab ich nicht aufgepasst. Tja, sehr gut. Was würdest du ohne mich tun? Wärst du aufgeschmissen. Ich würde wahrscheinlich jetzt Feierabend haben, wenn du nicht gekommen wärst. Ja, also ihr rennt schon wieder voreinander weg, Leute. Das geht so nicht. Ihr habt schon 2 Minuten verschwendet mit nichts tun. Ich weiß zwar, dass es ein schönes Turnier sein soll oder dass es hier um einen wichtigen Platz geht, wer mich dann blamieren darf, aber ey Leute, macht mal ein bisschen Action, Alter. Rechts, Baba. Rechts rüber. Und das rechts hat für beide sogar gepasst. Und jetzt geht's los. Das Feuergefecht fängt an. Der erste Kill, weil White gepetzt hat. Der erste Kill geht an Pei Mei nach fast
ein Drittel der Spielzeit, die rum ist, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ne, ein Viertel ist rum, ungefähr. Und ja. Unglaublich. 1-0 für Payday. Also ich würde jetzt mal sagen, ich sag jetzt mal, ich beschränke euer Kampfgebiet jetzt auf die beiden Hangars. Okay. Also, sonst ist mir, dauert mir das zu lange und die Leute. Oder zwischen A und B. Was? Was? Nein, zwischen. Ihr sollt in diesem Viereck bleiben von den Absperrungen der Hänger. Und da, wo du jetzt stehst, zur Black Angel, ist eigentlich nicht gedacht, aber okay, das lasse ich jetzt nochmal durchgehen, weil es jetzt gerade in ein Feuergefecht übergegangen ist. Oh, ein M320, das habe ich nicht gesehen vorhin. Jetzt bin ich gespannt. So, in diesen vier Wänden bleibt ihr jetzt bitte. Und da werden die Kills zählen. Obwohl, das war vielleicht nicht so günstig, weil ich jetzt nicht so gut gucken kann. Aber hier geht's los. Er hat ihn gesehen. Der Black Angel versucht es mit einer Granate. Oh, es hat eine M320. Wie hast du die geschossen? Habe ich gar nicht mitbekommen. Das war eine normale Granate. Oh, okay. Jetzt bin ich gespannt, wie das hier weitergeht. Es steht 1-1. Es ist ausgeglichen. Huch! Oh, was war das? Der Black Angel hat einen Kill gemacht. Den habe ich nicht gesehen im Augenwinkel, weil ich ihn gerade voll im winkenden Blick hatte. Es steht also 2-1 für Sir Black Angel. Nö, 1-1. Was? Ja, 1-1. Was? Ja. Oh mein Gott! Könnt ihr mal sehen, wenn er mich aus meinem Feierabendmodus rausholt. Eieieiei, okay. Wer war jetzt noch mein Rot? Verdammte Scheiße. Payday war ein Rot. Ist wieder gespawnt und unterwegs. Und ich denke mal, Sir Black Angel weiß ungefähr, von welcher Richtung er kommen wird. Oder wird sich jetzt hier ranstelzen wie ein Ninja? Mal. Oh, hier geht schon das Feuergefecht los. Das war ein Luckshot-Versuch, würde ich sagen. Weil die Entfernung war mit einer schallgedämpften Waffe doch mehr schlecht als recht gewählt. Wie ich finde. Schallgedämpfte, die dämpfen ja doch ganz schön an. Damage up und jetzt geht's. Oh! Direkt ins Gesicht geschossen. Was hast du dazu zu sagen, Payday? Das tut weh. Ich brauch eindeutig jetzt so Verbandszeug. Verbandszeug, okay. Ah. Gut, ich guck mal auf eure Zeit, wie viel Zeit ihr noch habt. Ihr habt jetzt noch 5 Minuten und 5 Sekunden. Und ich bis jetzt. Kämpfen. Und jetzt war es bis jetzt noch nicht so spektakulär. Beide sind wieder im Feld. 2-1 für Sir. Und ich bin auf der ganz anderen Seite der Map. Aber ist kein Problem. Ich habe den Kill gesehen. 3-1 für. Nein, 2-2! 2-2, ihr macht das ja voll spannend. Trink doch ein Bierchen, Junge. Ich habe kein Bier, ich habe nur Wasser da. Oh, das erklärt einiges. Ja, ich muss ja trocken bleiben. Wegen? Oh, wir sind beide wieder im Match. Wegen? Einfach so. Langweilig. Oh, der war schön rangestellt. Richtig schön. Fast gedacht, dass es gleich ist hier von hinten. Ja, ich hab's nämlich die ganze Zeit schon gesehen und ich hab so innerlich schon gegrinst und dachte mir. War schon witzig. 3-2 für Sir Black Angel. Noch 4 Minuten und 17 Sekunden zu spielen. Das ist doch schon ein bisschen interessanter. Beide sind wieder gespawnt. Und wie ich sehe, hat der Payday den Sir Black Angel schon ins Visier genommen und hat seine M320 voll gegen den Container geballert. Wow! Nice! Ah. Schöner Schuss! 3-3. Der war richtig schön geflogen. Da hat sich Sir Black Angel ein bisschen verschätzt, glaube ich, mit seinem Glück. Ja, das war mir mit Außenriss angeschnitten. Ah, was? Angeschnitten? Ja. Mit dem Linksdrall und genau, direkt in den Giebel rein. Oh, Sir Black Angel hat natürlich jetzt das Problem, dass er etwas weiter rennen muss, aber mal gucken. Das sollte ja nicht so tragisch sein. Wir haben jetzt ein Kampfgebiet abgezäunt, was sehr gut ist. Seitdem läuft das Match auch ein bisschen interessanter. Also, ich bin gespannt, wer jetzt den nächsten Kill macht. Ihr habt noch 3 Minuten und 25 Sekunden. Das heißt, da kann noch ein bisschen was passieren. Beide sind sehr vorsichtig, wie ich das hier so beobachte. Ich frage mich ernsthaft, wer von beiden sich da was erhofft, weil beide haben keine gute Position so wirklich. Oh, da hat Sir Black Angel eine schöne Chance verpasst. Aber das wird er dann im Video sehen und sich wahrscheinlich tot ärgern. Oh nee. Doch, ich glaube, du wirst dich sehr tot ärgern. Und Payday hatte eigentlich auch eine gute Chance, aber er hat auch nicht wirklich aufgepasst. Ich glaube, ihr seid jetzt beide etwas zu vorsichtig. Was ich bin halt total auf Alkoholentzug, das geht immer gar nicht. Bist du sicher, dass du dich so im Internet präsentieren willst? Natürlich. Okay. Ich glaube, Payday hat sein Opfer gespottet. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, weil ich die Bewegung nicht vorausahnen kann.
Aber ich denke schon, dass es jetzt in einen Angriff überläuft. Oder auch nicht. Weil Sir Black Angel hört natürlich auf das, was ich sage und rennt natürlich weg wie so ein aufgescheuchtes Huhn. Und das sitzt im Feuer. Ja, nice! Nice! Ach du Ei, komm, ne. Das ist ein 4-3 für Sir Black Angel und das könnte schon der Ausgleich, das Ende sein, wenn es jetzt weiter so vorsichtig vorangeht. Weil damit verschwendet ihr wirklich viele schöne Sekunden. Und der Herr Paymay ist wieder unterwegs. Ich glaube, er ist jetzt voll im Angriffsrausch, um da noch was rauszuziehen. Jetzt bin ich gespannt, ob er das zieht. Zieht er es? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott, ist das spannend. Er hat noch 1 Minute und 35 Sekunden Zeit. Er hat tatsächlich noch einen Ausgleich gezogen. Wie schön. 4-4. Also, ich will ja nichts sagen, aber das Spiel ist krass spannend. Ja. Ich finde es auch sehr spannend jetzt. Also es gab seine lahmarschigen Momente, aber das macht es wieder wett. Das ist Taktik, Junge. Das ist ja alles gewollt von uns für die Show, die man dann macht. Ach so, okay, natürlich. Bei jemand mit solchen Fähigkeiten. Oh, weil ihr werdet mich so fertig machen. Einer von euch beiden zumindest. Oder wir spielen einfach zusammen gegen dich. Ja, das ist doch voll unfair. Eine Minute noch. Die letzte Minute ist angebrochen, Leute. Die letzte Minute. 4-4. Jetzt geht's um alles. Und jetzt bin ich gespannt, wer den nächsten Kill mit nach Hause nimmt. Und Sir Black Angel holt sich den nächsten Kill. Und ihr habt noch... Na, komm, mach hin. 40 Sekunden Zeit. Wenn der Paymay jetzt einen schönen Spawn kriegt, hat er noch eine Chance für einen Ausgleich. Nee. Aber er hat einen beschissenen Spawn bekommen. Das ist natürlich Soße. Aber da kann man nun mal nichts ändern. Gibt halt nun mal solche Sachen, die man nicht beeinflussen kann in so einem Turniermodus. Glaube ich. So, er ist wieder im Kampfgebiet. Sir Black Angel kann jetzt ruhig, wenn er will, auf Zeit spielen. Oder er macht es wirklich spannend und geht voll auf Angriff. Ich bin gespannt, wie er sich entscheidet. Bis jetzt sieht es aus, als wenn er noch sehr vorsichtig ist. Paymay versucht's. Oh, die letzten 3, 2, 1. Und das Spiel ist vorbei, Ladies und Gentlemen. Wo warst du? Er war an der anderen Seite der. Anderen Hangar. Ja. Hinten rechts war er von dir gesehen jetzt. Nee, hinten links. Doch, quasi, ja. Sir Black Angel, herzlichen Glückwunsch. Du hast Dankeschön. Das Turnier gewonnen und wirst in einem gesonderten Match gegen mich antreten, was direkt im Video laufen wird. Hiernach, zum Glück können wir cutten. Was? Essan. Wer wird denn da jetzt gemessen? Ja, das war mein Counter. Ich bin Gegenangriff gestanden und hab nichts counter können. Er hat gemessert. Ja, der wunderschöne Netcode. Ja, Paymay, das war wunderschön. Also, du hast nochmal einen schönen Kampf mitgeliefert. Auf jeden Fall. Also, ich habe meinen Spaß gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das noch so viel Spaß macht. Und, Sir Black Angel. Wir sehen uns dann im One-on-Ones White Reddit gegen Sir Black Angel. Und dann würde ich sagen, danke nochmal für eure Zeit. Und ich hoffe, euch da draußen hat's gefallen. Und ihr beide, ne, warte mal, Wolfgang. Paymay, wollte ich jetzt noch ein bisschen was trinken gehen? Jo! Und Sir Black Angel. Nee, ja, definitiv. Also, war schon ganz nice, ja. Da hast du recht. Das war alles oder Netcode, Alles Netcode. Und ich sage, Whiteout! Jetzt habe ich noch eine kleine Info und zwar: Wann kommt der Kampf Sir Black Angel gegen White Reddick? Sir Black Angel hat sich das Recht erspielt und sich gegen die ganzen Turnierteilnehmer durchgesetzt, um mich in einem One-on-One herauszufordern. Dies haben wir schon gespielt und ich wollte es heute online stellen. Leider gab es so ein bisschen Problematik mit der Editing-Software. Darum kommt es jetzt eine Woche später, da mein Upload-Plan leider nichts anderes zulässt. Also nächste Woche, Mittwoch, den 7.05.2014, könnt ihr euch das Finale gegen mich ansehen. Es geht über eine Stunde, bringt euch Zeit mit. Das war ein harter Kampf und ja, bis dahin habe ich jetzt alles erstmal gesagt. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Sir Black Angel. Und bis dahin, White.